Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ja, eine Sache vorneweg, das betrifft aber hauptsächlich eben die Abonnenten, ja, aber auch wenn Sie neuer Abonnent werden sollten, wird Sie das auch betreffen. Bitte klicken Sie an, stimmen Sie dem Erhalt des Newsletters zu, ja, der E-Mails zu. Es tut uns leid, aber wir können nichts dafür. Aufgrund der DSGVO sind wir dazu verpflichtet, ja, und das ist auch nicht von uns irgendeine böswillige, hinterhältige Aktion, wie manche, glaube ich, hier so teilweise den Eindruck haben, dass wir Ihnen ausgerechnet dann diese einzelne Person die Mails nicht zuschicken, ja, und Sie dadurch Trades verpassen, sondern nein, wenn Sie dem Erhalt des Newsletters und der von E-Mails nicht zustimmen, dürfen wir Ihnen rechtlich aufgrund der DSGVO keine Mails zusenden. Das heißt, Sie sehen dann Ihre Updates, die Kurznachrichten, die ja meistens Ein- und Ausstiege in den Märkten enthalten, ausschließlich in Ihrem Account, in Ihrem Login-Bereich. Ja? Und Sie bekommen sie nicht auf Ihre Mail geschickt. Also bitte stimmen Sie dem zu. Ja? Wir können da nichts machen. Und nein, wir dürfen das nicht auch einfach für Sie anklicken oder aktivieren, sondern Sie müssen das bitte tun. Ja? Und am besten, Sie tun es einfach gleich, wenn Sie sich ein Abo machen. Und dann ist das Thema erledigt. Und dann können Sie sich auch sicher sein, dass Sie da auch nirgends irgendetwas verpassen. Ich sage das deswegen, weil sich einfach hier in den letzten Tagen die Anfragen dazu extrem gehäuft haben, viele Leute dann angefressen sind und aber wie gesagt, wir machen das nicht mit Absicht, es ist auch kein technisches Versäumnis unsererseits, sondern es ist eine rechtliche Grundlage, wir dürfen dies nicht tun, ja? Das ist mit schweren Abmahnungen etc. belegt und deswegen, Sie müssen das von sich aus anklicken. Und wenn Sie sich dann auch wieder davon abmelden, dann werden Sie es auch wieder nicht haben. Ja. Wir können da leider nichts machen. Ja. Es tut uns wirklich leid. Bitte machen Sie es, damit Sie gewährleisten, dass Sie eben entsprechend die Mails bekommen. Ja. Der andere Punkt ist, ich werde am Donnerstag dann nochmal in gesonderte Webinare zu den Minen und zu den Forex-Währungspaaren machen, ja, und da entsprechend alle durchgehen. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt heute auf die Basismärkte und am Donnerstag gibt es dann nochmal zwei separate Webinare, die ich dann eben entsprechend von den Kernmärkten fernhalte. Also wird auch ein Webinar zu den Kernmärkten und dann zwei, eins nur Forex, eins nur Minen, damit es dann nochmal gesondert intensiv besprochen wird. Ja, starten wir mal in die Kernmärkte hier an der Stelle, Bitcoin, Ethereum. Wir haben ja letzte Woche dann nochmal die Möglichkeit genutzt, nach dem Abverkauf hier auf der Long-Seite zu agieren, weil einfach ja bislang die größere Korrektur ausgeblieben ist, der Markt sich hier tatsächlich lange Zeit in diesem Trendkanal hält, den auch nicht wirklich verlassen möchte und wir deswegen jetzt entschieden haben, okay, wir probieren es auf der Long-Seite, weil wenn der Ausbruch tatsächlich kommt, können wir hier weit über 11.000 Dollar dann eben marschieren im weiteren Verlauf. Deswegen haben wir das jetzt versucht gestartet bis dato, aber muss man auch sagen, hat der Bitcoin jetzt hier relativ wenig auf Kette bekommen. Wir sind hier mehr oder minder hier seitwärts marschiert über die Tage hinweg. Also da ist noch eben einiges zu tun. Ja, seitens der Bullen, wenn die das hier wirklich vernünftig auf Rille bekommen wollen, um da eben dann auch dafür zu sorgen, dass dann nachher eben diese Ausbruchsbewegung tatsächlich dann eben stattfindet. Ansonsten wäre halt eben, wenn sich das Szenario jetzt so direkt imminent kein Ausbruch erfolgt, dann müssen wir eben davon ausgehen, dass es eben doch diese 2 oder größeres eben in der Korrektur wird und wir dann eben weiter durchgereicht werden. Wir haben so rund um die 9.000 aktuell in Stop gesetzt. Ja. Für Bitcoin-Verhältnisse ein sehr geringes Risiko. Mal schauen, wo es uns jetzt hinführt. Ja. Ethereum auf der anderen Seite, das hat hier aktuell, sage ich jetzt mal, macht mehr das, was zu erwarten ist im Rahmen dieser Welle 4. Ja. Im Übrigen müssen wir hier ganz klar davon ausgehen, dass eben hier diese 5, also die 3 hier sehr wahrscheinlich abgeschlossen ist. Warum? Weil das einfach von den Extensions hier wirklich, also wie man so sagt, Arsch auf Eimer perfekt passt. Ja. Einfach, wir haben hier die 2618 Extension angelaufen, hier von diesem 1-2 hier in Braun. Also arg viel besser geht es eigentlich nicht. Entsprechend hier jetzt eben die 4 sollte jetzt hier erfüllt werden. Ja, die hat jetzt bis dato hier noch nichts wirklich angelaufen, also weder das 23.6, geschweige denn das 38.2. Das wäre ja dann nachher eben hier letztlich auch das Idealziel eben für diese Bewegung, mit dem wir es eben hier zu tun hätten, ja, also was wir gerne sehen würden, besser gesagt.
Aber was man natürlich bei solchen Vierern, und das ist eben auch bei Ethereum durchaus ja nichts, was das was jetzt ungewöhnlich wäre für diesen Markt, wenn wir eben jetzt hier gegebenenfalls eben diese Struktur hier, und das hat durchaus Tendenzen, die dahin gehen, ja, dass wir das Ganze eben auch hier in irgendeiner ziemlich hässlichen Dreiecksformation oder ähnlichem zu Ende bringen. Also irgendwie mit einer A, B, C, D, E, also das könnte hier ein sehr enges Dreieck dann nachher werden, wenn man das hier mal zusammenzieht. Also da gäbe es schon Möglichkeiten, das hier in so eine Konstruktion eben hier reinzubringen, ne? Und dann könnten wir eben auch im Rahmen dessen hier es irgendwie schaffen, diese vier eben abzuschließen, ne? Um dann im weiteren Verlauf direkt eben nochmals in der 5 dann hier weiterzumachen. Ja. Ansonsten wäre das jetzt aktuell dann eben einfach die B-Bewegung der 4. Also das war die A, das ist jetzt die B und wir gehen dann in der C von der 4 nochmal weiter runter. Ja. Das wäre dann die nächste zu präferierende Variante dieses Verlaufes. Wir schauen uns das genau an. Bislang hat Ethereum hier keinen Einstieg signalisiert. Wenn es hier Richtung Long geht, gehen wir rein. Wenn sich das hier nach unten erfüllt, dann wäre das hier die nächste Möglichkeit, Long zu gehen. Für den Moment sieht es da danach aus, dass Ethereum sich hier wirklich gefangen hat, ja, mit dieser Aufwärtsbewegung und wir hier erstmal im Weiteren in eine größere Aufwärtsbewegung sehen. Also dann würde hier noch die 5 kommen. Das würde dann in Summe eine größere 1 fertig machen und würden dann eben von dort aus nochmal in der 2 korrigieren. Also auch da muss man ganz klar sagen, auch das ist halt auch immer so natürlich die Einschätzung. Ja, ich meine, man kann den Leuten leider auch nicht böse sein, aber was dann eben immer gedacht wird, ja, ich habe das jetzt alles verpasst, das ist jetzt alles zu spät. Man muss sich dann immer auch mal vor Augen führen, wo erwarten wir denn langfristig, dass dieser Markt hingeht? Ich gehe ja nicht davon aus, dass Ethereum jetzt hier auf 350, $400 geht. Ja, sondern man ist davon aus, selbst das wäre jetzt ja noch eine ordentliche Strecke, aber nichtsdestotrotz, wir gehen ja davon aus, dass dieser Markt langfristig neue Allzeithochs erreicht. Ja. Also da kann man jetzt nicht von einem Verpassen sprechen. Ja. Ich denke mal, viele müssen da immer wieder mal ihre eigene Perspektive gerade rücken, was das anbetrifft, und sich da mal im Klaren darüber sein, was denn nachher übergeordnet die eigentliche Erwartung ist. Ja. Das ist genau das gleiche Thema, wenn wir jetzt auch auf unseren Lieblingshassmarkt aktuell zu sprechen kommen, auf Gold. Ja. Wenn uns dann Leute schreiben, wir haben das verpasst nach oben. Also wir hatten die letzte, in unserem letzten laufenden Long, der hatten wir unseren, die letzte Tranche bei $1.740 verkauft. Der Markt war nachher bei 1.788. Ja, also man hätte hier noch, wenn man es wirklich an der Spitze verkauft hätte, den unfassbare Summe von $48 rauskratzen können. Mal abgesehen davon, dass wir in diesem Markt seit letztem Jahr im Endeffekt konstant long waren seit 1270, wo niemand auch nur ansatzweise geglaubt hat, dass es die $1.500 erreichen wird, die wir damals schon angekündigt haben. Aber wir haben das natürlich komplett verpasst, völlig klar. Ja, zur aktuellen Situation ist es so, dass wir weiterhin daran festhalten. Korrektur ist weiterhin für uns die Präferenz. Ja. Es muss sich jetzt einfach zeigen, was hier imminent passiert. Ja. Mir gefällt das immer noch hier so am besten. Ja, ich meine, Voraussetzung klar, es darf jetzt nicht mehr über 17,29. Ja, das heißt, wir hätten jetzt eben hier dieses AB. Anders lässt sich das nicht interpretieren. Ja, man könnte das auch theoretisch daraus auch nochmal ein 1, 2 machen. Also das ist eine 1, das ist eine 2. Dann hätten wir hier aber nochmal 1, 2. Also dann hätten wir nachher 4 One-Two-Setups nacheinander. Tue ich mich ein bisschen schwer. Ja, aber das ist auf jeden Fall, wenn man das hier als, ja, kann man abzählen, also gar keine Frage. 1, 2, 3, 4, 5 von 1 oder A. Ja. Der einzige Grund, warum ich mich für die A entschieden habe, war eigentlich eher aufgrund dieser Struktur in dieser B. Das passt halt besser zu der, also die B passt eben besser. Dann nachher dazu passt eben besser hier die A. Ja. Aber das könnte genauso gut auch ein A, B, C in oder ein W, X, Y eben besser gesagt in einer 2 sein. Ja. Und wir haben dann eben jetzt von hier aus wieder einen 1, 2, 1, 2, aber dann wäre das nochmal ein 1, 2. Die andere Lösungsvariante wäre, dass man das hier durchgängig bis hier runter jetzt als 1 zählen würde. Ja. Das wäre jetzt auch aktuell eigentlich so der schlechtestmögliche Verlauf. Ja, dann würden wir zwar unter 17,61 bleiben, klar, aber dann hätten wir das hier als 1, 2, 3, 4 und die 4 ist halt das, was mich extrem stört, weil die ist halt brutal weit hochgekommen. 5, 1 und würden jetzt die 2 machen. Und da wäre aber ganz klar natürlich die Gefahr, auch wenn man das hier nochmal abmisst, ja,
dass wir dann eben tatsächlich hier nochmal einen neuen Short-Einstieg bräuchten im Nachgang, weil damals ist 50er angelaufen, die 618 ist halt bei 1726, also wenn es sich daran hält, könnte es eine ganz enge Hose werden. Wenn es aber zum Beispiel aufs 78,6 geht, dann reicht es nicht. Ja? Also das wird dann eben der weitere Verlauf jetzt zeigen müssen. Ja? Wie gesagt, unser Stop aktuell ja bei knapp 17,32 ist er, glaube ich. Also das würde sich hier noch gerade so ausgehen, die ganze Geschichte. Jetzt schauen wir mal, was die nächsten Tage passiert. Aber die Erwartung ist ungebrochen. Der Markt hat durchweg Verkaufssignale gebildet, auch auf längerfristigen Zeitebenen, 4-Tages-Chart und Wochenchart. Also bin hier weiterhin guter Dinge, aber wir wissen auch, Gold ist der Houdini, wenn es um solche Dinge geht, sich solche Endbewegungen ja, in die Länge zu ziehen, bis zum geht nicht mehr. Man erinnere sich, wie lange Gold hier stellenweise zwischen 12,60 und 12,90 gependelt ist. Das waren 3 oder 4 Monate, die der Markt sich in diesem Bereich aufgehalten hat. Ja. Und damals ging es eben nicht um den Zusammenbruch, sondern damals ging es um den Ausbruch, jetzt geht es um den Zusammenbruch, aber das ist völlig wurscht. In beide Richtungen ist der Markt ein Meister seines Fachs, wenn es um diese Dinge geht. Und von daher ist da Geduld gefragt. Ja. Ähnlich sieht es auch beim GLD aus. Ja. Der ist jetzt hier runtergekommen, hat jetzt wieder das 14,6 hier getestet, hat es wieder nicht gepackt, auf jeden Fall nicht im ersten Schritt. Solange er das nicht knackt, ist hier auch keine Bestätigung für das Hoch da, respektive wir müssen auch hier damit rechnen, dass der das hier auch nochmal in die Länge zieht. Ja. Also alles sehr ätzend. Ja. Da ist Silber schon fast etwas besser unterwegs aktuell. Da muss ich jetzt zeigen, okay, wie geht es hier weiter? War das jetzt die 1, war das die 2 oder haben wir das hier schon vorher gemacht und wir haben jetzt hier nochmal ein kleines 1-2 ausgebaut? Im Endeffekt nachher auch relativ egal jetzt aktuell, was hier den Mikrocount anbetrifft. Wichtig ist, und das ist das große Ziel im Endeffekt für die Bären aktuell, 17,14 müssen weg. Da muss der Markt runter und dann denke ich auch, dass das Ding hier ziemlich im freien Fall unterwegs sein wird. Dann werden wir rasch Kurse um die 16 und tiefer anlaufen können. Ja, dann schauen wir weiter zu den Indizes. Die tun heute etwas unfassbar Ungewöhnliches. Sie haben leicht korrigiert. Ich betone wirklich leicht. S&P 0,8% im Minus. Ja. Das hatten wir ja auch erwartet. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Wir haben uns auch hier überlegt, wahrscheinlich werden wir auch im S&P eben doch auf diese Variante der Zählung wechseln, dass das jetzt die 3 ist, ja, dass wir aktuell die 4 machen und dass dann erst die 5 kommt, respektive dass sehr wahrscheinlich dann das Ganze eben so aussieht, dass wir eben hier nochmal eine 1, eine 2 hatten und jetzt erst in der 3 quasi sind. Also die kann sich dann auch, wenn es krass wird, direkt bis hier oben ausdehnen. Ja. Das würde für die Zählung sprechen, wie ich sie schon länger im DAU führe, ja, die sich hier bislang auch bestätigt hat und wozu auch diese Brutalität dieser Aufwärtsbewegung passt. Ja. Also wie gesagt, unser Ziel im DAU, wo wir ja auch schon jetzt seit 2000 Punkten long drin sind. Ja, auch hier ist unsere Erwartung, dass der hier direkt im Endeffekt auf neue Allzeithochs durchzieht. Ja, das Ziel für diese 3 hier ist bei 29,661. Dafür spricht, dass wir in einer 3 von 3 uns ja dann befinden, wie brutal der Markt angezogen hat. Und das Krasse ist, der hat hier möglicherweise innerhalb dieser 3 nochmal 2 1-2 Setups ausgebaut. Also hier 1-2, 1-2. Das heißt, wir sind de facto, das muss ich mich selber gerade genau überlegen, was es jetzt ist. Das heißt, wir sind hier quasi in der 3 von der 3 dieser 3. Also das heißt, das kann hier noch richtig, richtig eskalieren. Ja? Auch wenn man hier eben mal diese Extensionen zieht ja, und dann sieht man eben, okay, wo sind wir jetzt bislang eben hier rausgekommen? Ja, wir sind jetzt an der 1618, 1786 gelandet, eben von diesem 1-2 Setup. Ja. Und wenn wir jetzt das hier noch mit dazu nehmen, ja, auch da sehen wir, das passt hier schon sehr, sehr gut zueinander. Ja, das heißt, es könnte jetzt mal hier eine 3 abgeschlossen sein, ja, in irgendeiner Form. Das bedeutet, jetzt rechnen wir halt eben hier, das hatte ich ja schon ja, die Tage schon angekündigt, deswegen haben wir auch Gewinne mitgenommen, dass wir jetzt eben mal hier mit einer Gegenbewegung zu rechnen haben. Ja, ich meine, wenn es jetzt wirklich krass wird, hier oben, unten irgendwo im Bereich, sogar von 26.600, ja, und dann von dort geht es weiter. Ja, das müssen wir aktuell erwarten.
Ähnlich sieht es auch im DAX aus. Auch hier gehen wir von der Welle 4 aus. Wir werden aber hier den Count nochmal umstellen. Das werden wir zum morgigen Update übernehmen. Ändert jetzt aber nichts an der Erwartung. Wir rechnen hier mit einer Zwischenkorrektur. Ja. Ob die tatsächlich hier unten den Bereich anläuft, darf stark bezweifelt werden. Ja. Das ist, wäre möglich, ja. Aber wenn sich die Impulsivität der bisherigen Bewegung aufrechterhält, dann haben wir es hier nachher vielleicht mit 12,160 zu tun, ja, vielleicht 11,9, wenn es krass wird, und dann geht es von dort aus weiter. Ja. Also da wird der heutige Tag dann eben auch ausschlaggebend sein. Und das Schöne ist jetzt an der kleinen Zwischenkorrektur, da wird es jetzt auch in den nächsten Tagen sowohl im DAU als auch im DAX zu neuen Einstiegen geben kommen. Und da werden wir auch nochmal ein Update machen zu unseren Buy-and-Hold-Titeln. Da wird es nämlich weitere Additionen geben. Ja, jetzt abschließend noch der Blick auf die Energiemärkte. Schauen wir kurz drüber. NetGas eiert hier in der Gegend rum, kommt aber auch nicht wirklich vom Fleck. Das ist weiterhin valide, diese Erwartung. Das ist nach wie vor im Rahmen des Möglichen. Müssen wir jetzt abwarten. Ansonsten wäre jetzt hier im Endeffekt ein Bruch von 1,72,9 die erste klare Bestätigung, das wird nichts mehr, ja, und wir verkaufen hier direkt weiter aus. Ja. Dann noch ein Abblick hier auf WTI, da sind wir ja rausgeflogen, hat er zum Glück den Stop nachgezogen. Ja, Versuch war es wert. Wir gehen jetzt hier von der Zwischenkorrektur in der 4 aus, die werden wir nochmal als Long-Einstieg nutzen. Es sei denn, das Ganze entpuppt sich jetzt doch bereits als Welle 2, das werden die nächsten Tage zeigen. Auf jeden Fall müssen wir davon ausgehen, dass es jetzt hier zu einer Zwischenkorrektur kommt. Die werden wir für einen neuen Long-Einstieg nutzen und da müssen wir sehen, wie sich Brent hier einfügt, denn den Count, wie wir den WTI drin haben, der geht bei Brent nicht auf in der Form. Das heißt, da müssen wir damit rechnen, dass das wahrscheinlich, ja, dann doch bereits in die 2 übergeht, ne, und eben nicht diese 4 macht. Wir werden sehen, wie die beiden sich dann da eben gegeneinander eben entsprechend aufstellen und ja, dann schauen wir, wie es da weitergeht. Ne. Jetzt hätte ich fast vergessen, ganz kleinen Blick noch auf den USO zu werfen. Der hat sich ja auch wieder recht gut recovered, kann man sagen. Über 28 Dollar wieder. Ja, auch hier aktuell jetzt abwarten, auch danach der Zwischenkorrektur in WTI, wenn das hält, kann der weiter nach oben laufen und dann müssen wir sehen, wie wir dann eben mit der weiteren Situation umgehen und uns dann da auch nochmal Gedanken zu machen, ob wir den dann, wenn wir dann irgendwann noch den Punkt erreichen würden, wo wir hier 0 auf 0 sind mit unseren Positionen, ob wir den dann tatsächlich nicht vielleicht auch komplett rausschmeißen. Ja, das müssen wir dann mal schauen. Das wird die weitere Verlauf der nächsten Wochen dann eben zeigen. Ja, damit sind wir am Ende des Webinars. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum Donnerstag.